Willkommen, guten Abend. Vielen Dank. Schön, dass Sie dabei sind, meine Damen und Herren. Nur die Liebe zählt am Sonntagabend, wie immer pünktlich um 7 Uhr hier in Sat 1. Großartige Überraschungen warten auf Sie. Gefühlvolle Liebeserklärung. Ein toller Heiratsantrag. Also diese Sendung hat es wirklich wieder in sich, meine Damen und Herren. Es soll sich für Sie ja auch lohnen, immer wieder sonntags pünktlich einzuschalten. Und wie immer am Anfang der Sendung gibt es unsere Telefon-Gewinnspielfrage. Und für diejenigen, die pünktlich einschalten, gibt es ja auch immer am Anfang der Sendung einen kleinen Hinweis, sozusagen als Bonus. Und unsere heutige Frage dreht sich um Stefanie. Stefanie ist Single, so viel kann ich an dieser Stelle schon mal verraten. Herzlich willkommen, Stefanie. Hallo, hey. Hallo, guten Abend. Hallo. Ich gehe mal auf diese Seite. Stefanie, sag uns noch ganz kurz, wo du herkommst. Ich komme aus Köln. Aus Köln kommst du. Und Stefanie, wir haben eine Frage heute an unsere Zuschauer. Und sie dreht sich so ein bisschen um deine Vorlieben. Wir fragen nämlich, meine Damen und Herren, was glauben Sie, was findet Stefanie besser? Steht Stefanie auf Fußballer oder steht Stefanie auf Surfer? Was denken Sie? Stefanie, freust du dich, dass in 3 Wochen die Bundesliga wieder anfängt? Interessiert mich eigentlich nicht so. Eher gar nicht. Ich freue mich erstmal auf meinen Urlaub auf Hawaii. Okay, das muss als Hinweis reichen, meine Damen und Herren. Ja, das muss Ihnen genügen. Die Frage sehen Sie eingeblendet, die Telefonnummer auch. Es gibt einen tollen Preis, den stelle ich Ihnen im Verlauf der Sendung noch vor. Und wir drücken natürlich die Daumen, dass Sie sich für die richtige Lösung entscheiden. Stefanie, bis später, vielen Dank. Und ich freue mich jetzt auf meinen ersten Gast und sage herzlich willkommen. Hier ist Julia aus Essen. Julia, es gibt da einen jungen Mann in deinem Leben, der hat es dir richtig angetan. Ja. Ihr kennt euch schon relativ lange, ne? Ja, das stimmt. Wir sind zusammen sozusagen getauft worden. Dann ging es weiter. Wir haben zusammen Kommunion gehabt. Ja. Ja, und dann mit 16 hatten wir dann eine ziemlich relativ gute Freundschaft miteinander. Aha. Aber er wollte dann halt ein bisschen mehr und mir ist das gar nicht so bewusst gewesen. Und irgendwie fand ich das so teenie-mäßig und er bedeutete mir damals nichts. Auch jetzt schlägt mein Herz für ihn, ja. Okay. Du willst ihm das jetzt auf ganz besondere Art und Weise sagen. Ja. Und du hast eine Videobotschaft für ihn aufgenommen. Und wir werden eine ganz kurze Pause machen, meine Damen und Herren. Sind gleich wieder zurück mit Julia. Und dann werden Sie auch sehen, was alles passiert ist. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Bei mir ist Julia aus Essen. Christian, um diesen jungen Mann geht es. Ihr wurdet zusammen getauft, ihr wurdet zusammen konfirmiert. Dann wollte er was von dir. Du wolltest eure gute Freundschaft nicht aufs Spiel setzen. Ja. Hast ihn abgewiesen. Genau. Jetzt findest du ihn toll und du weißt nicht so richtig, wie er jetzt darauf reagiert. Nee. Was gefällt dir denn so gut an ihm? Ja, der ist einfach einfühlsam, ist lieb. Also er hat eigentlich das, was mir halt gefällt, ist halt mein Traummann sozusagen. Okay. Wie nah seid ihr euch in all den Jahren schon mal gekommen? Was war so das Nächste? Also wir haben uns schon mal geküsst, aber das ist schon länger her. Okay. Und auch das hat deinen Vorstellungen entsprochen? Ja. Jetzt möchtest du gerne ihm all das sagen, dass du ihn toll findest, dass du es mit ihm probieren möchtest. Und du hast eine Videobotschaft für ihn aufgenommen. Ja. Er hat gerade Abitur gemacht. Ja, stimmt. Ja, und hat jetzt ein bisschen frei, bis der Zivildienst anfängt. Ja. Er war mit einem Freund letzte Woche in der Nähe von München in Aufkirchen. Bei Erding ist das. Dort gibt es etwas ganz Tolles, man muss schon sagen, etwas Einmaliges. Dort gibt es nämlich Europas einzigstes Indoor-Tauchcenter. Und die beiden hatten dort einen Tauchkurs belegt. Ja. Und wir haben uns gedacht, wir schicken eine Kamera dahin. Unter irgendeinem Vorwand. Die sollen ihn die ganze Zeit ein bisschen beobachten, dass wir ein bisschen miterleben können, wie der Tauchkurs so abläuft. Und ich fahre mit Caravan und natürlich deiner Videobotschaft dorthin und werde ihn dann überraschen, wenn er aus dem Wasser steigt und ihm dann deine Videobotschaft zeigen. Ja? Und da ist eine Menge passiert. Oh, we have a low pressure warning for the B1 now. I will reassure. Da, sag mal. Und für den Fall aller Fälle habe ich das
Videoband, dein Videoband, heute wasserdicht verpackt. Man weiß ja nie, was passiert, Julia. Hallo. Tag. Grüß Gott. Wie macht sie unser Christian? Ganz gut, denke ich. Ja? Sind die ja. schon im Wasser? Ja, sind jetzt eben ins Wasser gegangen und befinden sich jetzt in den Becken. Okay, dann werde ich mal runterschauen und dann gucke ich mir mal das an. Kannst du mir sagen, wo es hier zu dem Becken geht? Hallo? Na, ich glaube, der hat es hinter sich. Ist ja abgefahren, oder? So ein bisschen wie im Zoo. Oje. Die sehen ja alle gleich aus unter Wasser. Das ist ja schon schwer genug, Männlein und Weiblein zu unterscheiden. Das ist das Geheimnis. So ist Deutschland Vizeweltmeister geworden. Wir haben unter Wasser trainiert. Ah, das ist Christian. Tauchlehrer in der Mitte. Grundkurs in Tiefseetauchen. Christian! Christian! Aber er hört mich nicht. Also, wir gehen jetzt mal hoch und gucken mal von oben ins Becken. Das war übrigens früher mal hier eine Sauerkrautfabrik. Ohne Quatsch. Von hier in diesem Becken, da wurde das Sauerkraut gewendet. Ich sage Ihnen das nur wegen des Bildungsauftrags und so, ne? Aber wenn ich ganz ehrlich bin, Julia, ich weiß nicht mehr, wer jetzt Christian ist. Ist er das? Julia, jetzt wird's spannend. Dein Videoband habe ich. Servus. War gut? Super. Ja? Ja, wunderbar. Spaß gemacht? Ja, sicher. Viele Fische gesehen? Unzählige, sag ich mal. Ja? Ja. Aber alle? Alle unecht. Alle unecht. Schade, aber. Na, es ist ja erst der Anfang. Ja? Aber das wird noch ein bunter Abend heute. Hoffe ich mal. Ja. Ich meine, Christian, du bist jetzt extra hier nach München gekommen, um dieses Erlebnis hier zu haben. Und da muss doch was passieren, oder? Ich hoffe doch, ne? Ja. Ja. Denke ich auch. Christian, dann gehen wir jetzt raus. Ja, Caravan steht draußen vor der Tür. Ja. Und dann schauen wir uns deine Videobotschaft an. Alles klar. Ja? Warum? Hier. Für ja. dich. Alles klar. Wunderbar. Ich glaube, er war ein bisschen lange unter Wasser. Ich mache mir Sorgen. Ja? Ja, klar, kein Problem. Okay, dann komm raus. Also hier ist ein bisschen aus wie ein Walfisch auf Landgang. Ne? Ich werd wahnsinnig! Okay, dafür behältst du aber jetzt die Flossen an zur Strafe, weil du mich nass gemacht hast. Ja? Gut, dass ich noch so viel Autorität habe. Vorsicht, Treppe rutschig. So leid es mir tut, aber jetzt musst du die Flossen wieder anziehen. Nee, nee. Doch, wirklich? Warum? Weil es sieht einfach lustiger aus. Nee. Doch? Gleich nach rechts ins rote Sofa eintauchen und dann packe ich sie aus, die Videobotschaft. Brauchst du noch extra Luft? Kein Problem. Okay, auf geht's, hier kommt deine Videobotschaft, Christian. Hallo Christian, du hast 1,5 Jahre um mich gekämpft und ich war zu blöd, deine Chance zu ergreifen. Doch nun werde ich um dich kämpfen und egal wie lange es dauert, ich gebe nicht auf. Früher habe ich immer gesagt, wir beide wurden zusammen getauft, hatten zusammen Kommunion und werden irgendwann auch ein drittes Mal zusammen in die Kirche gehen. Dies soll kein Heiratsantrag sein, doch ich möchte dir auf diese Art und Weise sagen, dass du mir unendlich viel bedeutest und du derjenige bist, mit dem ich zusammen sein möchte. Also, gib mir eine Chance für einen Neuanfang. Jetzt sehe ich bestimmt genauso dämlich aus wie alle anderen, die hier sind. Also ich glaube, ich muss dich nicht fragen, ob du Julia kennst. Doch, Julia kenne ich. Ja. Und du fandst Julia mal richtig klasse. Vor knapp 3 Jahren, ja. Und warum ist da nichts aus euch geworden? Na, ist eine lange Geschichte. Ach, wir haben Zeit. Ja.
Also wir waren zusammen für einen Tag und am anderen Tag erzählt sie mir, dass sie mit ihrem Ex-Freund wieder was hatte. Ja, und dann habe ich die Sache beendet und dann sind wir uns aus dem Milch gegangen, so ziemlich. Und ja. Und das ist eine Geschichte, die dir damals sehr wehgetan hat? Ja, klar. Weil zu dem Zeitpunkt, ja. Und wenn er gerade so frisch ist nach einem Tag und dann so eine Story, ne. Ja. Weiß ich nicht. Und dann hast du das erstmal komplett abgebrochen? Ja. Aber irgendwann habt ihr euch dann wieder ein bisschen angenähert. Ja, was heißt angenähert? Wir haben uns öfter mal gesehen und immer im Abstand von einem halben Jahr und ja. Hat sie dir denn dann irgendwann mal gesagt, dass sie das bereut hat? Des Öfteren, ja. Aber? Von mir ist da nichts. Also nicht mehr, also dass ich sagen könnte, da könnte noch mal was draus werden oder so. Julia, was war denn das da für eine Geschichte? Ihr wart zusammen für einen Tag. Ja, ich habe halt immer im Kopf gehabt, von wegen, aus uns kann nichts werden, weil wir zusammen befreundet sind. Und irgendwann hat er halt des Öfteren gesagt, dass er mich liebt und hat halt versucht, um mich zu kämpfen. Und ich habe halt dann eine Geschichte erfunden und habe gesagt, dass ich halt einen Freund habe, damit er nicht mehr weiter um mich kämpft. Okay. Ja, und damit habe ich ihn halt ziemlich verletzt. Kannst du denn verstehen, dass er das nicht vergessen kann? Ja, ich kann es verstehen, weil er hat anderthalb Jahre um mich gekämpft und hat anderthalb Jahre alles gegeben. Und ich meine, wir waren zwar damals erst 16, aber trotzdem kann ich es verstehen. Julia, es tut mir leid, dass du nicht mehr Erfolg hattest mit deiner Videobotschaft, aber man kann Gefühle nicht erzwingen. Nee, kann man nicht. Okay, also ich wünsche dir trotzdem alles Gute. Dankeschön. Danke, dass du unser Gast warst. Und ich glaube, ich habe noch Blumen für dich. Vielen Dank, da kommt Anne-Kathrin. Schau mal, der ist für dich, Julia, bitteschön. Und ja, alles Gute, danke, dass du da warst. Dankeschön. Julias Essen, meine Damen und Herren, Dankeschön. Ich freue mich jetzt sehr auf meinen nächsten Gast. Sie sitzt noch völlig entspannt in diesem Moment bei uns im Publikum. Das wird sich gleich ändern. Herzlich willkommen, Ricarda aus Bremen. Ricarda, komm zu mir. Herzlich willkommen. Hallo, bitte. Ricarda, wie sieht's bei dir aus? Bist du verliebt? Ja, kann man so sagen. Ja? Wie lange schon? Seit 5 Jahren. Aha. Wohnt ihr schon zusammen? Nein. Er wohnt in Argentinien. Oh. Aha. Wie heißt er? Gonzalo. Aha. Und wo hast du ihn kennengelernt? Ich war ein Jahr in Argentinien. Ja? Und da habe ich ihn kennengelernt. Okay. War es so Liebe auf den ersten Blick? Ja, kann man so fast sagen. Schon. Ja. Wie oft seht ihr euch jetzt? Ich habe ihn letztes Jahr zuletzt gesehen. Und da warst du wieder da, hast du eine Reise gemacht? Mhm. Okay. Mit meiner Schwester. Und dann, wann wir uns wiedersehen, das ist unbestimmt, weil er nie hier rübergehen kann. Und ich habe zurzeit auch kein Geld, um rüberzufahren. Mhm. Ja, die Lage in Argentinien ist ja auch schwierig, ne? Wirtschaftlich-politische Lage ist schwierig und im Moment vielleicht nicht die beste Zeit. Ne? Ja. Wie ist das jetzt, wenn du mal so richtig traurig bist und überhaupt nicht mehr weiter weißt? Ich kann mir vorstellen, man verliert manchmal auch die Hoffnung. Wer hilft dir dann? Mit wem kannst du dich dann am besten auseinandersetzen darüber? Ja, mit meiner Schwester oder mit meiner Freundin. Aha. Mhm. Und deine Schwester gibt dir dann Tipps oder wieso ist sie da so verständnisvoll? Ja. Ja, sie ist auch, wir waren ja letztes Jahr auch da. Aha. Und ihr wart zusammen da? Ja, da wohnten wir halt zusammen in einer WG, wo Gonzalo halt auch wohnt. Aha. Und da mochte sie einen Typen auch ganz gerne. Okay, verstehe. Gut, also ihr habt zumindest Verständnis dann für die Situation und sie kann dir dann vielleicht den einen oder anderen Tipp geben. Ricarda, das hört sich sehr spannend an. Ich glaube, da können wir gleich noch etwas länger drüber reden. Wir machen eine ganz kurze Pause. Kannst du auch einen Moment durchschnaufen? Wir sind gleich wieder zurück mit Ricarda. Sie bleibt hier damit.
Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Bei mir ist Ricarda aus Bremen. Ricarda studiert, hat einen Freund in Argentinien, Gonzalo. Mhm. Und ihr habt euch jetzt schon seit letztem Jahr nicht mehr gesehen und ein Wiedersehen steht in weiter Ferne. Genau. Und du hast mir gerade erzählt, deine Schwester hat auch einen... Du warst dir nicht so ganz sicher, wie du das beschreiben sollst. Ja, das ist nicht so einfach. Bist du mit deiner Schwester heute hier? Ja. Wie heißt deine Schwester? Antonia. Dann würde ich sie gerne noch mal fragen, ehrlich gesagt, wie das Verhältnis denn dann nun wirklich ausschaut. Antonia, kommst du bitte mal zu uns nach unten? Herzlich willkommen. Bitte nimm doch neben deiner Schwester Platz. Antonia, wie ist es denn jetzt? Also ihr wart zusammen da, war ein bisschen schwierig. Du hattest einen Freund in Deutschland und er eine Freundin noch in Argentinien und... Wie würdest du das Verhältnis jetzt beschreiben? Ich würde schon sagen, dass so die Sympathie auf beiden Seiten eigentlich da war. Mhm. Aber ich meine, es war jetzt nicht groß irgendwas zwischen uns. Aber ich meine, wenn er keine Freundin gehabt hätte dann, und ich keinen Freund, wäre es vielleicht anders gewesen. Mhm. Wo räumst du dem Ganzen Chancen noch ein? Würdest du sagen, das hat vielleicht eine Zukunft, wenn wir uns wiedersehen würden, wenn wir irgendwie mal Zeit hätten, jetzt unter anderen Voraussetzungen uns zu begegnen? Naja, Argentinien ist natürlich weit weg, aber nee. Also wenn er hier wäre oder ich da und wir uns mal länger sehen würden, dann... Wie ist das jetzt? Wie würdest du sagen, wenn dich jetzt jemand fragt, hast du einen Freund oder bist du Single? Was sagst du dann? Es gibt da schon jemanden, sagen wir mal so. Aha. Also leidest du so ein bisschen darunter, dass er so weit weg ist? Musst du oft an ihn denken? Ja, schon. Also wir schreiben uns auch regelmäßig eigentlich und ja, das ist immer schon... Ganz nett, wenn ich mal eine E-Mail von ihm bekomme oder so. Wie oft telefonierst du mit Gonzalo? Ja, jede Woche einmal. Also schon ganz regelmäßig. Ja. Ja. Ist es davor oder danach schlimmer? Danach eigentlich. Ja. Dann vermisst man immer noch mehr. Genau. Jetzt muss ich sagen, ich weiß natürlich ein bisschen was über euch. Und das sollte euch jetzt gar nicht wundern. Denn man kann sich ja nicht selbst bewerben. Man kann ja nicht sagen, hey, ich habe einen Freund in Argentinien und ich würde mich freuen, wenn ihr mal was für mich tun würdet. Sondern man braucht ja gute Freunde oder eine gute Freundin. In eurem Falle war das die liebe Wiebke, die uns geschrieben hat. Ja, und wenn wir dann einen solchen Brief bekommen, meine Damen und Herren, dann laden wir die Person, die ihn geschrieben hat, erstmal zu uns ein. Denn wir wollen ja ein bisschen was über die Geschichte erfahren. Das Ganze nehmen wir dann auch auf Video auf, ja, damit wir es uns hinterher noch zwei oder dreimal angucken können. Und danach entscheiden wir dann, welche Geschichten wir hier in der Sendung machen. Ich will euch jetzt mal einen kleinen Ausschnitt zeigen aus dem, was wir mit Wiebke aufgenommen haben, als sie bei uns in der Redaktion war. Ricarda ist also wirklich richtig verliebt in Gonzi. Und das merkt man halt, sie redet nur von ihm ständig, also irgendwas, was nur in die Nähe oder in Verbindung gebracht werden könnte mit ihm, springt sie drauf an und ja und hier und da und also sie ist richtig verliebt in ihn. Bei Antonia ist es halt so, dass es mehr so ein kleiner Urlaubsflirt war, würde ich sagen. Sie ist halt nur in den Ferien drüben gewesen, 2 Monate, hat dort dann Guillermo kennengelernt. Und war wohl auch alles nett und schön, aber dadurch, dass die sich halt dann nicht so intensiv kennen wie zum Beispiel Ricarda und Gonzi, denke ich, ist es nicht auf keinen Fall so stark wie bei den anderen beiden. Eigentlich sind sie beide ganz hübsch, aber ich denke, Ricarda, die ist halt noch ein bisschen jünger und ein bisschen flippiger, lockerer, lustiger. Dadurch ist das irgendwie, weiß nicht, sie halt ein bisschen spritziger einfach. Ich würde sagen, Ricarda ist mehr geeignet fürs Fernsehen. Ja, meine Damen und Herren, dazu machen Sie sich bitte Ihr eigenes Bild. Ja, das ist eine persönliche, einzelne Meinung. Dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern. Was denkst du, wenn ihr euch jetzt so lange nicht gesehen habt und auch kein Treffen in Zukunft steht, wie viele Chancen räumst du dann eurer Beziehung noch ein? Ja, das kann man nicht so sagen. Es kommt immer darauf an, ja, eigentlich nicht so viele. Nicht so viel. Also heißt, du müsstest ihn schon irgendwann mal wiedersehen, um zu wissen, welche Möglichkeiten es für euch beide gibt. War er schon mal hier bei dir? Nein. Noch nie? Noch nie? War schon mal aus Argentinien raus? Nee, auch noch nicht. Ja, aber es wäre sicher eine spannende Erfahrung für ihn. Sicher. Na. Gibt es einen Spitznamen? Hast du einen Kosenamen für ihn? Ja, Gonzo oder Gonzi. Gonzi. Gonzi hört sich süß an, ja. Ob er Gonzi, mag er Gonzi? Ja. Wenn man ihn so nennt? Mhm. Ja. Dann bedanke ich mich bei euch und vielleicht freut er sich ja mal, auch deine Heimat kennenzulernen.
Ja? Okay. Hier ist dein Gonzi aus Argentinien. Gonzi. Hola. Hola. Ja, ihr kennt euch ja, glaube ich, auch. Hey, hola. Komm ruhig hier zu uns. Gonzi. Fragst du ihn mal, ob er das wirklich mag? Sprichst du Spanisch mit ihm? Gonzi? El nombre? El apodo? El nombre, sí. Sí, ningún problema. Desde muy chico comienzo así. Du kannst ihm ja erklären, dass man Gonzo in Deutschland Menschen mit großer Nase nennt, ne? Aus der Sesamstraße, ne? Weißt du das? Okay. Es ist das erste Mal für ihn in Deutschland. Wie ist dein erster Eindruck? ¿Cómo te parece Alemania de primera vista? Muy lindo. Hace poco que estoy y me pareció hermoso. Sehr schön. Sehr schön, ne? Und es ist auch ein tolles Land und hier kann man viel erleben und ich denke, ihr werdet jetzt auch ein bisschen Zeit haben. Ich glaube, morgen habt ihr beide vor, nach Dänemark zu fahren, in Urlaub, ne? Für 2 Wochen habt ihr ein Haus gemietet. Meint ihr, findet ihr für ihn noch ein kleines Plätzchen? Ja. Ja? Nimmst du ihn mit, ne? Geht immer schön ins Legoland und so, ne? Irgendwas Typisches halt, ja? Also, ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit. Ich hoffe, du bist jetzt nicht sauer auf Wiebke. Ja? Das klären wir später. Das klären wir später. Okay, also dann darf ich euch beiden alles Gute wünschen, eine schöne Zeit in Dänemark. Viel Spaß, ja, Ricarda. Alles Gute. Danke, Anne-Kathrin nimmt euch beide mit und Antonia, du darfst wieder Platz nehmen. Viel Spaß noch bei der Sendung. Dankeschön, Antonia. Ricarda. Und Gonzalo. Auf unserer Website war letzte Woche wieder jede Menge los. Es sind viele, viele TV-Mails hinterlassen worden. Und wir waren natürlich nicht untätig und haben die ein oder andere letzte Woche wieder an den Mann bzw. an die Frau gebracht. Hi Schatzi, da ich auf eine TV-Mail von dir wohl ewig warten muss, nehme ich die Sache jetzt selbst in die Hand. Ich liebe dich bis zum Mono wieder zurück. Du bist der Hammer. Und übrigens, mich kann man auch toll überraschen. Deine Svenja. Und diese werde ich wohl heute Abend umbringen. Jetzt kommt er unten. Hallo? Hä? Sind Sie hier richtig, ja? Hallo mein geliebtes Bärchen. Heute ist es mal an die Zeit, dir zu sagen, wie wichtig du mir bist. Tag für Tag, wenn du mit deinem Bus durch die Stadt fährst, bin ich in den Gedanken bei dir. Wir haben schon erst so viel durchgemacht und ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Ich liebe jedes Wort an dir. Es gibt keinen besseren. Deine Maus. Maus, komm mal her. Soll er mal gelangt ziehen, ehrlich. Guten Tag. Wer sind Sie denn? Hallo, mein Schatz. Ich habe so viel Mist gebaut und unsere Liebe aufs Spiel gesetzt. Doch du hast immer für unsere Familie gekämpft. Du bedeutest mir so unendlich viel. Danke für alles, deine Gabi. Ja, für die Liebe lohnt sich immer zu kämpfen. Und ich werde es auch immer tun. Morgen, bitte. Mein Schatz, du bist eine perfekte Mutter, eine wunderbare Partnerin und dazu die tollste Frau, die man sich wünschen kann. Ich bin so stolz, der Mann an deiner Seite zu sein. Und würde jeden Tag aufs Neue heiraten. Ich werde dich immer lieben. Hm? Schön. Ja, mein
meine Damen und Herren. Wenn Sie auch mal eine TV-Mail verschicken wollen an Ihre Maus, Ihr Schnuckelchen, Ihren Brummbären oder Ihre Schmusekatze, dann gehen Sie doch mal ins Internet. Gehen Sie auf unsere Website unter www.sat1.de und da finden Sie dann hier einen Button. Da steht TV-Mail und dann hier zum Beispiel Flirtalarm. Da können Sie Leute kennenlernen, chatten. Hier gibt es was zu unserem Maskottchen, Noodles, unsere Maus. Also da kann man viele, viele schöne Sachen machen. Klicken Sie sich mal rein. Unter www.sat1.de gibt es alles rund um diese Sendung. Ich freue mich jetzt sehr auf meinen nächsten Gast. Sie kommt aus der Schweiz und ich sage herzlich willkommen, Carol. Bitte schön. Carol, du hast deinen Traummann schon kennengelernt. Ja. Wie hast du ihn kennengelernt? Ich habe ihn über eine Kontaktanzeige im Internet kennengelernt. Aha. Wie war das erste Treffen? Das ist ja bestimmt was besonders Aufregendes. Es war sehr aufregend. Es war Liebe auf den ersten Blick bei mir. Okay. Und wie ging es dann mit euch weiter? Er wohnte noch bei seiner Mutter und ich bei meinem Ex-Freund. Mhm. Und wir hatten große Probleme, mein Ex-Freund und ich. Und nach 2 Monaten war ich schwanger, mhm, vom Andreas. Mhm. Und nach einem halben Jahr sind wir zusammengezogen. Mhm. Auch wegen dem Kind. Klar. So ein Kind, nach so einer kurzen Zeit, kann mir vorstellen, dass man dann nicht sofort in Jubel ausbricht und sagt, ja, das war das, was ich mir jetzt gerade gewünscht habe. Wie Nein, war das für euch? Sicher nicht. Es war sehr, sehr schwer. Auch für uns, weil wir kannten uns nicht. Mhm. Und wir haben jetzt nach 2,5 Jahren uns richtig kennengelernt. Mhm. Und Andreas hat so viel für mich gemacht, dass ich jetzt einfach sage, jetzt bin ich dran, mhm, ihm etwas zu geben. Mhm. Gab es so Momente, wo du auch an seiner Liebe gezweifelt hast, wo du gedacht hast, der kann das nicht ernst meinen? Eigentlich nie. Weil er hat alles für mich gemacht, auch in der Schwangerschaft. Ich konnte nicht arbeiten. Mhm. Und er hat eine zweite Arbeitsstelle angenommen und ich hatte ja nie eine richtige Familie und er gibt mir das. Mhm. Und das brauche ich. Mhm. Du hast ja gesagt, das sind so Erinnerungen auch an deine Kindheit, die, ja, es dir auch besonders schwer gemacht haben, mit der Schwangerschaft umzugehen. Du hast nie wirklich kennengelernt, was Familie bedeutet und Zusammenhalt. Du hast eigentlich eher eine schwere Kindheit gehabt. Ja, ich habe eine sehr schwere Kindheit gehabt. Meine Mutter ist an Krebs gestorben, mein Vater kenne ich, aber der ist nicht hier. Mhm. Und ich hatte eigentlich niemanden, wo ich konnte anlehnen, außer Andreas. Mhm. Und für ihn war das natürlich auch neu, die ganze Sache mit der Schwangerschaft und dem Baby. Mhm. Und wir haben uns zusammengeschweißt. Mhm. Wie ist es heute, wenn du heute so eine Bestandsaufnahme machen würdest? Wie würdest du eure Beziehung, eure Liebe, euer Zusammenleben beschreiben? Alles. Also Andreas ist für mich alles auf der Welt und unsere Tochter auch. Mhm. Und ohne sie könnte ich nicht. Mhm. Wie alt ist eure Tochter jetzt? 2-jährig. Mhm. Und warum hat Andreas hier noch keinen Heiratsantrag gemacht? Er denkt, er will etwas Spezielles, aber er traut sich noch nicht ganz. Mhm. Und ich habe immer hierhin wollen, zu, mhm, dir. Und er hat immer gesagt, ich mache das nie. Mhm. Und jetzt mache ich das und bin sehr stolz drauf. Okay. Na, wir haben eine ganz besondere Überraschung geplant. Mhm. Na, du möchtest ihm am Ende der Sendung einen Heiratsantrag machen. Ja. Jetzt müssen wir aber erstmal dafür sorgen, dass Andreas hierher kommt zu uns. Es, ja, gibt da einen großen Traum, den er hat, ne? Fliegen. Ja, er möchte einmal in seinem Leben fliegen. Irgendwo habe ich ein Telefon, da ist es. Und wir werden jetzt ein Kamerateam anrufen, das sich ganz in seiner Nähe befindet. Noch kann er es nicht sehen. Und dieses Kamerateam, so, ich gebe mal die Nummer ein. Dieses Kamerateam wird ihm gleich das Telefon in die Hand drücken. Und dann werde ich ihn bitten, zu uns zu kommen. Ah, hoffe nicht, dass sie gerade irgendwo Kaffee trinken sind. Sabrina, hallo? Ja, Kai ist hier, hallo. Hallo. Hallo, seid ihr in der Nähe von Andreas? Ja, kleinen Moment bitte. Könnt ihr ihn sehen? Ja, geht mal auf, ja, ihn zu. Kleinen Moment. Mit der Kamera natürlich und, ja, drückt ihm gleich mal das Telefon in die Hand. Andreas? Telefon. Hä? Telefon. Hi, komm her. Ja? Andreas, grüezi. Ja, Dag Wolf. Ja, Kai ist hier. Hallo, Andreas. Ah, hallo, Kai. Andreas, geht es dir gut? Mir geht es
ist doch gut, ja. Okay. Andreas, ich weiß von dir, dass du einen großen Traum hast. Einen großen Traum. Was möchtest du besonders gern mal machen? Hä? Was würdest du besonders gern mal machen? Oh. Hallo? Gute Frage. Was würdest du besonders gern mal tun? Danke. Dass ich mal nicht fliegen. Fliegen? Würdest du gern mal? Nein, eben nicht. Hat er Angst vorm Fliegen? Ich bin nie geflogen. Ich weiß es nicht. Okay. Andreas, pass auf. Folgendes. Ja. Wenn du deinen Blick jetzt mal nach oben wendest. Ja, beim Helikopter, ja. Dann siehst du einen Helikopter. Gut. Ja? Dieser Helikopter, der würde dich zu mir ins Studio bringen. Alles klar. Der landet dann gleich in deiner Nähe, dann kannst du einsteigen. Aha. Und dann bringt er dich hier zu mir zum Studio. Das ist sozusagen unser Studio-Shuttle. Alles klar. Ja, nimmst du die Einladung an? Ja, ich nehme sie an. Ich warte auf dich hier, okay? Okay, bis nachher. Also, guten Flug. Ciao, Andreas. Andreas ist auf dem Weg. Ja. Ja. Wir haben noch einiges vorzubereiten. Mhm. Du wirst noch mal gedanklich alles durchgehen, was du ihm nachher sagen möchtest. Mhm. So ein Antrag ist immer aufregend, egal wie sicher man sich ist, ja, dass er am Ende ja sagt, mhm, ja, wovon wir alle ausgehen. Und ich glaube, unser Publikum wird uns unterstützen, denn diese Hilfe brauchen wir. Mhm. Und wir sehen uns dann am Ende der Sendung draußen vorm Studio wieder. Okay. Okay, wenn der Helikopter kommt. Also, Anne-Kathrin nimmt dich mit. Bis gleich, Carol. Und während Carol sich auf diesen bedeutenden Moment ihres Lebens vorbereitet, werde ich Ihnen jetzt verraten, meine Damen und Herren, was Sie heute bei uns gewinnen können. Schauen Sie mal, da steht der heutige Gewinn. Dieses Raumwunder, der niegelnagelneue Kia Carens, der könnte schon bald Ihr eigen sein, meine Damen und Herren. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist diese Frage richtig beantworten. Ja, was glauben Sie, unser Single Stefanie, steht sie mehr auf Fußballer oder steht sie mehr auf Surfer? Ich kann Ihnen leider keinen Hinweis geben, den gibt es nur zum Anfang der Sendung, als kleine Belohnung für diejenigen, die pünktlich eingeschaltet haben. Aber schauen Sie sich Stefanie gut an, dann werden Sie schon herausfinden. Telefonnummer sehen Sie eingeblendet, den Gewinner blenden wir am Ende der Sendung ein. Ich drücke Ihnen die Daumen, meine Damen und Herren. Evelyn und Florian kennen sich schon sehr, sehr lange, schon seit Jugendtagen. Und Florian war sehr in Evelyn verliebt, aber Evelyn wollte ihn damals nicht. Dann haben sie sich aus den Augen verloren, ein paar Jahre später haben sie sich wieder getroffen. Da fand Evelyn Florian dann ganz klasse, aber da wollte er nicht mehr. Dann haben sie sich wieder aus den Augen verloren, irgendwann haben sie sich wieder getroffen. Und an so einem ganz romantischen Nachmittag vom Fernseher, da haben sie sich dann endlich ihre Liebe gestanden und wurden ein Paar. Erst waren sie glücklich, später gab es dann ein paar Probleme. Und irgendwann hat Florian gesagt, ich kann so nicht mehr weiterleben, denn ich bin nicht mehr ich selbst. Und da gab es ein Problem, mit dem konnte er überhaupt nicht umgehen. Und das war Evelyns Eifersucht. Evelyn, du bist Spanierin. Mhm. Meinst du, dass Eifersucht auch ein spezielles südländisches Thema ist? Ja, man zeigt es doch mehr, als wenn man nicht als Deutscher, finde ich. Also ich würde schon sagen, dass mein Temperament ab und zu mal durchgegangen ist. Ich konnte mich manchmal nicht so beherrschen. Mhm. Bevor wir zusammengekommen waren, hatte er halt andere Freundinnen gehabt und die hat immer vorgezogen. Deswegen war ich auch so eifersüchtig auf seine Ex-Freundinnen. Mhm. Und deswegen war ich dann auch danach eifersüchtig, weil er durfte ja nicht mal mit denen reden. Mhm. Also wenn ich das irgendwie mitgekriegt habe, dann bin ich schon voll durchgedreht. Mhm. Also er durfte es mir ja nicht mal sagen, er konnte es mir nicht sagen, er hat sich ja irgendwann mal gar nicht mehr getraut. Und ganz am Schluss hat er auch gar keine Frauen mehr gekannt. You will look for me. Jetzt ist ja nun mal mit einer Frau zu reden im Grunde um keinen Grund für Eifersucht. Hm. Für mich oder schon. Weil ich halt immer gedacht habe, er findet sie besser als mich. Das war total blöd. Ich wollte einfach nicht, dass er irgendwie andere Frauen anschaut, einfach die Aufmerksamkeit nur auf mich bezogen hat, aber nie auf andere Frauen. Alles, was zwei Beine hatte, lange Haare und wie eine Frau aussah, war für mich einfach Feind. Ich
habe auch keine Rücksicht auf sein Herz genommen. Einfach nur gesagt, was ich denke und ihn halt wirklich verletzt damit. Er hat gesagt, wenn du nur einmal ein bisschen Verständnis gezeigt hättest. Ich habe anscheinend so gesehen nie Verständnis gezeigt. Nie. You will look for me. Vor allem mich dann zu entschuldigen, das konnte ich nie. Deswegen habe ich immer weitergemacht. Also wirklich immer weiter. Ich habe ihn echt zu Weißglut gebracht, bis er dann wirklich letztendlich Schluss gemacht hat. Nicht, weil er mich nicht mehr geliebt hat, sondern einfach, weil er einfach seine Ansichten durch mich geändert hat. Für dich? Du hast dich rasiert, oder? Bist du Florian? Ja. Dann ist das Video bald für dich, Florian. Was? Du bist doch Florian, oder? Ja. Ja, dann ist das Video bald für dich. Mir, oder? Ja. Inwiefern gibt es neue Voraussetzungen, wenn es noch mal eine Chance gibt? Die Voraussetzung ist so, dass ich halt wirklich selbstbewusster geworden bin und ich weiß einfach, dass ich diese Fehler nicht mehr machen werde, gerade weil ich eben viele Freunde habe. Ich kann mich auch mit anderen Sachen beschäftigen, nicht nur jetzt mit dem Flo. Ich mache Sport und einfach ist es alles neu geworden bei mir. Florian, bitte. Auch wenn du krankgeschrieben bist, die Frage aller Fragen muss ich dir trotzdem stellen. Was glaubst du, von wem die Videobotschaft kommt? Ich habe es befürchtet. Von der Jutta vielleicht? Mhm. Das heißt, er kann sich zukünftig auch mit seinen Ex-Freundinnen treffen? Nee, das nicht. Er wird es nicht tun. Warum? Weil du es nicht willst? Weil ich es nicht will. Ich weiß nicht, wenn er es vorschlagen würde, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Okay, Florian, dann schauen wir doch mal, was Jutta dir zu sagen hat. Lieber Flori, vor mehr als einem Jahr habe ich deine Liebe verloren. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich dich bis heute nicht vergessen. Ich war so verdammt eifersüchtig und habe dir keine Luft zum Atmen gelassen. Ich habe dich kontrolliert und immer nur an mich gedacht. Deine Wünsche habe ich total ignoriert. Jetzt kann ich verstehen, dass du mich damals nicht ertragen konntest. Ich bin einfach nur die Hölle für dich. Flori, lass uns einfach die Vergangenheit vergessen. Lass uns einen Neuanfang wagen. Ich liebe dich immer noch. Lass es uns noch einmal versuchen. Herzlich willkommen zurück. Evelyn und Florian aus Ulm sind getrennt. Florian hat Evelyn verlassen, weil er gesagt hat, ich kann nicht mehr mit ihrer Eifersucht, mit ihrer Ignoranz und mit ihrer ständigen Kontrolle leben. Jetzt sagt Evelyn, vieles hat sich in meinem Leben geändert. Ich möchte Florian zurückgewinnen und sie hat eine Videobotschaft für ihn aufgenommen. Und wie Florian darauf reagiert, schauen Sie selbst. Lass uns einen Neuanfang wagen. Ich liebe dich immer noch. Lass es uns noch einmal versuchen. Ich hab's befürchtet. Jetzt sitze ich da. Oh Mann. Wie lange ist genau her, dass ihr euch getrennt habt? Ein bisschen mehr als ein Jahr. Mhm. Warum? Ja, warum hast du dich von Evelyn getrennt? Ja, hat es schon richtig gesagt. Sie hat mir keine Luft gelassen zum Atmen. Hat mich kontrolliert, kann man schon sagen. Also, Eifersucht war halt. War halt wirklich extrem und auch über lange Zeit. Ich hab wirklich Geduld gehabt und ich habe auch gedacht, das legt sich mit der Zeit. Ewig gewartet. Hat ihr den Anlass gegeben, eifersüchtig zu sein? Nee. Niemals. Nicht einmal. Warum glaubst du, war sie dann so eifersüchtig? Also, und mich einfach nicht verlieren wollte. Mhm. Um jeden Preis. Und sie hat in jeder Frau eine Gefahr gesehen. Mhm.
Das heißt, von Ihrer Seite Eifersucht als Zeichen der Liebe? Ja, aber kein gesundes Maß. War kein gesundes Maß. Gerade jetzt, wenn du sie dann wieder so siehst, passiert dann noch was bei dir? Gibt es dann noch Gefühle für sie? Oder wie schaut's da aus? Ja, wir haben uns ja, vor ein paar Wochen haben wir uns ja mal getroffen. Mhm. Aber eigentlich sind keine Gefühle mehr da, wenn ich ehrlich bin. One of these mornings. Hallo Evelyn. Mei, was machst du so? Naja. Evel, wie soll ich denn jetzt anfangen? Hey. Evel, ich sehe einfach. Ich sehe keine Zukunft für uns zwei. Evel, was soll ich dich anlügen? Es sind einfach auch keine Gefühle mehr da. Ich weiß, krasse Aktion auf jeden Fall. Aber, hey, wir haben uns vor kurzem getroffen und da hast du dann auch noch gesagt, so, ja, du stehst wieder im Leben und dir geht's gut. Und ich meine, ich hab's dir nicht hundertprozentig geglaubt, aber was soll ich denn machen? Was soll er machen, wenn die Liebe nicht mehr da ist? Wie Evelyn mit der Situation umgeht, das fragen wir sie am besten selbst. Herzlich willkommen, Evelyn aus Ulm. Evelyn, du hast ja jetzt gerade auch zum ersten Mal gesehen, was Florian so alles im Karawan gesagt hat. Ja. Was sagst du denn dazu? Das habe ich mir schon gedacht, dass er das sagt. Das wundert mich überhaupt nicht. Nein. Weil es ist so, das sind die Tatsachen, die sprechen eben. Mhm. Bist du trotzdem enttäuscht, dass er dir nicht noch mal eine Chance gibt? Ja, oder? Ich bin schon enttäuscht, weil ich ihm auch viel verziehen habe in der letzten Zeit, in den letzten Jahren. Und ich bin enttäuscht, weil er mir wirklich nicht eine zweite Chance gegeben hat. Da bin ich schon sehr enttäuscht, weil ich ihm schon öfter Chancen gegeben habe. Auch während unserer Freundschaft, wir waren auch jahrelang befreundet. Mhm. Und er gibt mir wirklich keine zweite Chance. Mhm. Bin ich schon ein bisschen traurig. Mhm. Bisschen. Sagst du jetzt, das war's? Ende aus? Oder? Ja. Also für mich ist es wie eine Erleichterung, weil es ist wirklich, ich bin zum Äußersten gegangen. Und wenn er selbst da Nein sagt, dann heißt auch für mich, jetzt ist Sender, jetzt kann ich nicht mehr. Mhm. Ist auch für mich besser, sonst mache ich mich ja fertig. Mehr kann ich ja nicht machen. Also du weißt jetzt, woran du bist? Ja, auf jeden das Fall. Das verschafft dir Erleichterung. Klar. Ich will auch noch zum Äußersten gehen. Ich will dir noch etwas mitgeben. Oh, ja. Das wollte ich schon immer haben. Ja, ganz begehrt, unser Maskottchen. Noodles heißt unser Maskottchen übrigens. Nur die Liebe zählt. Noodles, ne? Du weißt, da kann man viele tolle Sachen mitmachen. Kann man Nachrichten aufsprechen, sie wieder abspielen. Hier kann man kleine Botschaften reinstecken, ne? Hier in dieses Herz. Vielleicht ja auch ein Weg, wenn du irgendjemand anderen kennenlernst. Ne? Stellst ihm die Maus auf den Tisch und sagst, drück mal aufs Ohr. Das mache ich auf jeden Fall. Also, die ist für dich. Dankeschön. Noodles für dich ganz persönlich. Für sie können Sie im Internet nachschauen. Da gibt es alle Informationen zu Noodles. Ganze Lebenslauf und Kindheitsgeschichte und alles, was man so wissen muss. Ja? Also, Evelyn, danke, dass du unser Gast warst. Und Grüße nach Ulm. Mache ich auf jeden Fall. Evelyn aus Ulm, meine Damen und Herren. Danke, Anne-Kathrin.
Und jetzt wird es spannend, denn jetzt ist es für Sie an der Zeit, langsam nach draußen zu gehen. Denn Sie wissen, große Überraschung am Ende der Sendung. Heiratsantrag von Carol für Ihren Andreas. Und wir brauchen die Hilfe unseres Publikums. Wir wollen Andreas eine ganz besondere Botschaft schicken und das mit Ihrer Hilfe, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie bitten, jetzt alle aufzustehen. Und dann bitte nicht alle auf einmal loslaufen, weil das könnte zum Chaos führen. Ich würde sagen, dass dieser Block zuerst geht, dann Block A, B und D. Und dann schaffen wir das ganz geordnet und dann sehen wir uns gleich draußen wieder. Also, ihr dürft schon mal losgehen. Ich würde nur gerne Antonia und Wiebke noch mal ganz kurz was fragen. Weil das hat mich doch schon ein bisschen berührt vorhin. Hallo Wiebke erstmal. Wir haben dich ja vorhin ganz kurz im Video gesehen. Sag mal, Antonia, das hast du ja gehört, was sie da vorhin so gesagt hat. Seid ihr noch befreundet jetzt oder hat sich das in der Zwischenzeit schon erledigt? Nein, wir sind noch befreundet. Ihr seid noch befreundet, ja. Wir kennen uns ja auch schon länger. Ja, ihr kennt euch schon so lange, da kann man sowas vertragen. Du hast ja vorhin auch gesagt, Ricarda, die hat es wirklich verdient und die müssen sich mal wiedersehen. Wir haben es ja auch gesehen, damit die beiden eine Chance haben. Ja? Du bist ja so eine Außenstehende. Du hast uns ja auch gesagt, Antonia, die leidet da schon auch manchmal ein bisschen drunter. Und wenn die E-Mail dann kommt aus Argentinien, dann ist sie auch ganz happy. Genau, ja? Ich habe eine Mail und das hat er geschrieben. Und also auf jeden Fall immer ganz Feuer und Flamme. Aha, okay. Wenn du jetzt irgendwann mal die Chance hast, wieder nach Argentinien zu fahren, dann wirst du ihn treffen? Ja, klar. Auf jeden Fall. Hast du Bilder von ihm zu Hause? Ja. Na, also ich freue mich ganz besonders, genau, die anderen, genau, Block B kann auch los. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr euch jetzt nicht irgendwie streitet, weil das ist mir wichtig, ne? Nicht, dass es zwischen euch jetzt Streit gibt, weil Ricarda jetzt so glücklich mit ihrem Gonzalo ist. Und ich bin mir sicher, du wirst deinen Giuliano irgendwann auch wiedersehen. Ja? Also, ja. Dann alles Gute für euch. Hey! Hola, Giuliano! Hey! Wir müssen vielleicht eines aufklären, Antonia. Das war doch nicht ganz Ihre persönliche Meinung, die Wiebke da geäußert hat. Da waren ein paar Sachen, da wollten wir dich doch ein bisschen hochnehmen. Ja, also jetzt wird es wirklich voll in dem Haus in Dänemark. Dann, ich gehe davon aus, dass er jetzt auch mitfährt. Ihr habt da ja auch jede Menge Zeit zu reden, das ist das Schöne. Ne? Morgen geht es in Urlaub und genießt es sehr. Und ich hoffe, dass ihr dann wisst am Ende der Zeit, woran ihr seid. Ja. Ja? Alles Gute für euch beide. Wiebke, vielen Dank, dass du die Überraschung natürlich mitgestaltet hast. Und wir brauchen eure Hilfe jetzt draußen. Ne? Also, ja, ihr könnt euch ein bisschen Zeit nehmen. Du gehst mit den anderen raus. Sie können jetzt auch raus, meine Damen und Herren. Also, bis gleich. Ja? Wir sehen uns gleich draußen. So, dann wird alles... Geht ruhig mit. Ja, draußen könnt ihr auch noch ein bisschen reden. So, da wird alles vorbereitet für den großen Heiratsantrag von Carol für ihren Andreas. So, und ich werde Ihnen jetzt noch mal ganz kurz zeigen, meine Damen und Herren, was Sie heute bei uns gewinnen können. Ich möchte Sie noch mal ganz kurz erinnern. Schauen Sie mal, den niegelnagelneuen Kia Carens, das Raumwunder, das können Sie heute bei uns gewinnen, dieses tolle Auto. Alles, was Sie tun müssen, ist, beantworten Sie diese Frage richtig, rufen Sie an und wir blenden den Gewinner am Ende der Sendung dann ein. Jetzt gibt es unseren Fit at Love Single. Jede Woche, jede zweite Woche stellen wir hier sportliche junge Menschen vor, die immer noch Single sind, laden sie dann ein in unser Fit at Love Camp, präsentieren dann die Auserwählten und dann hier in der Sendung wird es sich entscheiden, wer kann das Herz erobern. Heute präsentieren wir unseren Fit at Love Single Felicité aus Mettmann. Okay, okay, ich muss es zugeben, auch in meinem Büro hängt Brad Pitt an der Wand. Aber ach, blond oder braun, mal ehrlich, ist doch total egal, oder? Bierbäuche gehen gar nicht. Sixpack? Finde ich großartig. Es ist ja wohl klar, dass ich einen Mann will, mit dem ich Spaß haben kann. I am what I am. Sport ist Mord. Dieses Motto funktioniert ab 30 definitiv nicht mehr. Also zweimal die Woche ab ins Fitnessstudio und was tun. Ich denke,
denke, ich kann schon von mir sagen, ehrlich, offen und auch zuverlässig zu sein. Aber wo ist er? So, jetzt, also meine Damen und Herren, Männer, wenn ihr Felicité kennenlernen wollt, dann schickt uns eine E-Mail. Schickt diese E-Mail an liebe@sat1.de und dann sehen wir uns vielleicht nächste Woche im Fit at Love Camp, dann hier bei uns im Studio. Also wir warten auf eure Bewerbung. So, jetzt müssen wir aber schauen, der Helikopter ist im Anflug. Carol. So, wir können den Helikopter schon hören. Sehr gut. Alles klar hier draußen? Ja, ja? Voll. Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen. Das sieht auch schon gut aus. Wir wollen das natürlich gleich in die richtige Form bringen. Ja. Und er wird dann eine tolle Botschaft erst lesen können und dann natürlich von dir bekommen. Ja. Ja? Also, du stehst jetzt kurz vor deinem Heiratsantrag. Viel, viel Glück. Danke. Wir drücken alle die Daumen, es wird bestimmt gelingen. So, du musst dich gleich verstecken. Danke. Also, Achtung, er kommt jetzt. Wenn er auf Position ist, dann gebe ich das Zeichen. Okay, da ist der Helikopter Richtung. Achtung, jetzt geht's los. So. Hallo. Jetzt haben wir das so oft geübt. Okay, Achtung. Und Kommando Nummer 3. So, ich hoffe, dass die Botschaft angekommen ist. Carol, hoffen wir, dass deine Botschaft angekommen ist? Ja, ich hoffe es auch. Jetzt hat er erst mal von oben gelesen, ich liebe dich. Und jetzt wird der Helikopter landen. Du bleibst noch hier stehen und ich hole Andreas dann aus dem Helikopter. Ja? Okay, bis gleich. Viel Glück. Danke. Super. So, jetzt warten wir, bis der Helikopter gelandet ist. So, da hat die Erde Andreas wieder. Hey Andreas! Hi, Kai. Willkommen! Ah, salut! Ja, macht's gut! Macht's gut! Wow! Hey, Andreas, ja, hallo. Schau dir doch all diese lieben Menschen mal gut an, ja? Denn die alle haben dazu beigetragen, dass wir dir diese tolle Überraschung bereiten konnten. Hey, danke schön. Ja. Aber ich glaube, es gibt eine Frau, die würde dich jetzt richtig gerne in den Arm nehmen. Mein lieber Schatz, da war es vor 2 Jahren, als ich dich das erste Mal sah, traf es mich wie ein Blitz. Du gibst mir Sicherheit und Geborgenheit, dafür danke ich dir sehr. Ich liebe dich über alles, mein Schatz. Ich will mein Leben mit dir verbringen. Willst du mich heiraten? Ja. Ein überaus lautes und deutliches Ja konnten wir dafür nehmen. Ich glaube, das konnte man bis ganz hinten hören sogar, ja? Also mehr als eindeutig. Carol, herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, dreimal in der Schweiz. Ja? Andreas, alles Gute. Danke dir, Kai. Jetzt habt ihr es endlich geschafft. Eine glückliche kleine Familie seid ihr ja schon. Richtig, und jetzt wird bald geheiratet. Wir wünschen euch alles Gute, eine tolle Hochzeit. Danke. Ja, wir sagen nochmal Danke unserem ganzen Publikum, dass ihr uns unterstützt habt bei dieser tollen Überraschung. Danke. Ja, und das hoffen wir doch. Das wird hoffentlich ein unvergessliches Erlebnis für euch bleiben. Der Klappkiste. Ja, und bei dem tollen Wetter und alles. Also, da werdet ihr noch oft von erzählen. Ja? Alles Gute für euch beide. Danke. Und für uns Zuschauer zu Hause, für euch gibt es jetzt noch die Lovebox. Den Gewinner des Kia Carens blenden wir unten ein. Herzlichen Glückwunsch. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns nächsten Sonntag wieder, pünktlich um 7 Uhr. Wenn es wieder heißt, nur die Liebe zählt. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Hallo Claudia, du bist immer noch ein Top-Schuss und vielleicht klappt's ja am Wochenende. Ich will diejenige sein, die dich glücklich macht.
wir lieben euch, wir lieben euch, wir lieben euch, wir lieben euch. Sabrina, komm mal auf den Teppich, wer ist für dich? War das erholsam? Nur die Liebe zählt, wurde Ihnen präsentiert von AIDA, das Crew.